Am Anfang des Ganzen steht das Gespräch. Patienten finden uns meistens auf Empfehlung anderer Patienten, aber neuerdings auch, wir leben in einer modernen Zeit, übers Internet oder von anderen Kollegen überwiesen. Zeit muss man sich nehmen. Und es geht um Folgendes, und das ist etwas, was meine Patienten sehr amüsiert aufnehmen. Das Gespräch dauert oft länger als die eigentliche Behandlung. Für das Gespräch nehme ich mir Zeit. Wir fertigen dazu Röntgenbilder an, Panoramaröntgen. Falls notwendig, haben wir im Haus ein dreidimensionales CT-Gerät, ein sogenanntes Volumentomogramm, um den Knochen genau zu analysieren, um das Risiko zu mindern, um Nervenverläufe genau zu sehen und auch um Knochenaufbauten, vor denen sich viele fürchten, den Patienten zu ersparen. Der eigentliche Eingriff, und das ist das, was viele überrascht, dauert in der Regel Minuten. Also ein einzelnes Implantat inklusive Zahnzehen sind 5, 6, 7 Minuten und dann ist der Eingriff auch schon vorbei. Für größere Rekonstruktionen, es kommen Patienten auch, die nicht nur einen Zahn verlieren, sondern oft mehrere oder alle verlieren, dauert der Eingriff auch selten mehr als eine halbe bis eine Dreiviertelstunde. Zähne werden extrahiert, Implantate werden gesetzt. Und danach kommt die sogenannte Osseointegration, das ist die Einheitszeit. Diese Einheitszeit dauert etwa gute 2 Monate und dann kommt der fertige Zahnersatz im Regelfall auch schon zum Tragen. Der wird erarbeitet mit dem Zahntechnikermeister, mit dem Prothetiker und mit dem Patienten gemeinsam, wie ein Maßanzug, das ist nicht von der Stange, sondern wird individuell in Form, Farbe, Position und Ästhetik angefertigt.